Hallo alle zusammen, ihr habt es am Titel bestimmt schon erkannt. Es gibt zum dritten Mal in diesem Kanal bestehen ein Lina liest. Ja, und zwar geht es um dieses Buch. Ich weiß, ihr könnt sofort erkennen, um was es geht. Das ist ja der Sinn der Sache. Ich habe mir alle 50 Seiten einen Post-it reingebappt. Wer neu auf diesem Kanal ist, mir mich noch nicht so lange verfolgt, dem kurz eine Erklärung voran. Im Lina liest geht es darum, dass ich mir ein Buch schnappe, euch nicht verrate, welches Buch das ist und euch alle 50 Seiten einmal kurz einen Eindruck gebe, wie es mir gerade mit dem Buch geht, wie es mir gefällt und versuche, sehr subtile Hinweise zu geben, dass ihr vielleicht erraten könnt, was für ein Buch das ist. Ich weiß, dass es mir die letzten beiden Male nicht so sonderlich gut gelungen, da subtil zu bleiben. Besonders beim letzten Mal habt ihr ja alle sofort erraten, was das war. Also ich werde das versuchen ein bisschen besser, aber ich kann mich auch nicht beherrschen. Also ich muss es dann noch rauslassen. Und am Ende werde ich euch dann das Buch verraten und ich hoffe, dass einige es rausfinden, andere nicht. Also es ein schönes Gleichgewicht sein wird und ja, euch das Buch dann vielleicht ein bisschen näher bringt und ihr Spaß dabei habt. Genau. Und wir werden sehen, wie lange ich diesmal brauche. Und für euch ist das sowieso alles ein Video. Wir sehen uns in 50 Seiten wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefällt. Und ja, bis dann. Also, ich habe jetzt 50 Seiten gelesen. Der erste Post-it ist draußen. Und bisher bin ich sehr positiv überrascht. Also ich habe von dem Buch schon viel Positives gehört, dass es eigentlich sehr vielen Leuten gut gefallen hat. Und man steigt sehr, sehr, sehr schnell in die Geschichte und in die Materie ein. Was mich noch so ein bisschen stört, sind die Namen. Die sind, ja, etwas ungewöhnlicher. Also es ist jetzt nicht komplett abgehoben oder so, aber also zumindest keine Namen, die mir häufiger begegnen. Und ich bin ja immer sehr so ein extremer Pedant, was die Aussprache angeht. Und es nervt mich, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas aussprechen soll, damit es gut klingt. Und bisher klingt es in meinem Kopf halt ein bisschen dämlich, wenn ich manche Sachen ausspreche. Aber gut, daran werde ich mich gewöhnen. Bisher gefällt es mir echt gut. Es geht ziemlich flott jetzt hier zur Sache. Also die ersten 50 Seiten waren schon, also da ist schon echt viel passiert. Die Kapitel sind sehr kurz, das gefällt mir gut. Also in etwa jetzt, ich habe jetzt 50 Seiten, ich bin jetzt schon beim fünften Kapitel. Und ja, also gefällt mir sehr gut bisher. Auf jeden Fall Daumen nach oben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und mehr verrate ich jetzt auch nicht, weil ich ja will, dass ihr ein bisschen was zum Raten habt. Tada! Und schon bin ich auf Seite 100 angekommen. Das zweite Post-it ist auch schon weg. Und ja, wir haben jetzt hier die typische Jugendbuch-Story-Liebesgeschichte erreicht. Mädchen kommt an eine neue Schule und da ist dieser Typ, dieser Bad Boy, unglaublich gut aussehend, aber unnahbar und bäm, sie sieht nur noch ihn. Und ja, gut, es ist ein Jugendbuch, es ist Urban Fantasy. Es ist klar, dass das so in die Richtung geht, aber es hat mich doch ein bisschen jetzt enttäuscht, weil ich so dachte, vielleicht hebt es sich ein bisschen ab. Diese 50 Seiten jetzt hier waren bestimmt 20 davon, also gefühlt 20 davon, einfach nur, wie toll dieser Typ aussieht und wie angezogen sie sich von ihm fühlt und naja, gut, jetzt habe ich euch schon ein bisschen was verraten. Dass es Urban Fantasy ist. Darum geht es. Es ist mal keine Dystopie hier. Und ja, aber es liest sich unglaublich gut weg. Also jetzt wusch 100 Seiten weg und ja, liest sich ganz gut. Und ja, schauen wir einfach mal weiter. So, ich bin jetzt auf Seite 150. Ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, wie ich das beschreiben soll. Also es sind 150 Seiten rum und es ist auch nicht langweilig oder so, aber wenn man sie jetzt zusammennimmt vor 150 Seiten, ist da jetzt noch nicht so viel passiert. Es ist irgendwie interessant. Aber es ist wirklich nicht langweilig. Also die gehen so, also das fließt einfach so an einem vorbei.
Naja, also sie ist jetzt nicht mehr ganz so besessen von dem Jungen. Ein bisschen vielleicht noch. Ja. Aber man erfährt auch mehr so über die Spezies, um die es hier geht, werde ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Ja, das ist eine Spezies, mit der ich mich überhaupt gar nicht auskenne und auch noch nie so wirklich befasst habe. Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant und ich weiß noch nicht so genau, worauf das Buch, also was das für einen Höhepunkt haben wird. Ich könnte mir so mehrere Szenarien vorstellen und ja, bin ich mal gespannt, welches es dann am Ende sein wird oder ob es was komplett anderes ist. Aber bisher, es liest sich echt gut weg. Kann man schon sagen. Also, ich bin jetzt auf Seite 200. Tada. Ist gar nicht mehr so viel jetzt. 150 Seiten, ein bisschen über die Hälfte habe ich jetzt schon geschafft. Es ist jetzt so ein bisschen Gefahr aufgetreten. Und ja, also es gefällt mir ganz gut. Es hat jetzt eine Wendung genommen, mit der ich nicht so ganz gerechnet habe, also mit der ich irgendwie anders gerechnet habe. Und was ich jetzt schon ganz cool finde, ist, dass hier die Protagonistin, das Mädel, dass die dieses übernatürliche Wesen ist und dass es halt nicht der Kerl ist. Außer was mich halt gestört hat, dass von dem Jungen wieder der Satz, dieser Satz gefallen ist. Du solltest dich von mir fernhalten. Und ich mir so denke, ich glaube, ich werde einfach alt. Irgendwie, früher wäre mein Herz dahin geschmolzen, aber man hat das so oft jetzt schon gehört und irgendwie, ja, naja. Aber es hat sich dann ganz, ganz schnell wieder gelegt und ja. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube echt, ich werde alt, dass mir dieses nicht mehr so liegt, dieses Teenie-hafte. Keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Also, es liest sich super weg und es ist auf jeden Fall interessant und die Spezies ist interessant und ja. Aber ich gehe jetzt ins Bett und das nächste Update kommt dann hoffentlich morgen. Ich hoffe, ich komme morgen zum Lesen. Vielleicht schaffe ich es sogar, es morgen durchzulesen. Das wäre ganz cool. Dann gehe ich jetzt ins Bett und schaue euch noch viel Spaß beim Video. Also, inzwischen bin ich auf Seite 250 und mir geht die Protagonistin ein bisschen auf den Keks, weil es ständig dieses Hin und Her ist und ich kann nicht bei ihm bleiben, aber doch, ich finde ihn so toll und nein, eigentlich muss ich weg und also sie ist sehr wankelmütig und ja. Jetzt hat sie aber so eine komplette Wahrheit erfahren und bin jetzt mal gespannt, weil es hat jetzt gerade an einem Punkt aufgehört, wo sie sich anscheinend einen neuen Plan macht, wie es denn jetzt weitergehen soll und ja. Und bin ich mal gespannt, was sie sich da ausdenkt. Ich kann das mir schon so ein bisschen vorstellen, aber vielleicht werde ich überrascht. Das fände ich ja ganz schön. Und ja, ich frage mich, ob das jetzt schon irgendeiner von euch weiß. Also ich glaube es ja nicht. Also ich glaube, ich habe noch nicht so viel verraten. Es ist auf jeden Fall eine Trilogie. Das kann ich euch verraten. Das habe ich noch nicht gesagt, glaube ich. Ja, und ich habe den ersten Band nur davon und bin. Also wenn jetzt der erste mit dem Cliffhanger aufhört, dann bin ich ziemlich sauer, weil ich mir Band 2 ja noch nicht kaufen kann. Weil ich Buchkaufverbot habe. Alle drei Bände sind aber schon erschienen. Der dritte Band ist auf jeden Fall innerhalb des letzten Jahres erschienen. Vielleicht hilft euch das ja ein bisschen weiter. Ja, und ich lasse mich überraschen, wie es weitergeht. Das liest sich immer noch sehr gut weg. Also vom Stil her und so. Und man merkt gar nicht, wie die Seiten so verfliegen. Das gefällt mir echt gut. Aber bisher hat es mich jetzt noch nicht so ganz umgehauen. Also, dass ich jetzt sage, boah, das wird ein 5-Sterne-Buch. Also 5 Sterne. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das noch erreichen kann. Aber 4 sind auf jeden Fall noch offen. Mal gucken, wie es jetzt noch weitergeht. So viel habe ich ja jetzt nicht mehr. Es sind noch etwas über 100 Seiten, glaube ich. Also ich glaube, es hat keine 400 Seiten. Warte mal, zwei Post-its sind noch drin. Ja, keine Ahnung, noch 120 Seiten oder so. Ja, ich lasse mich überraschen. Also, inzwischen jetzt Seite 300. Ich bin kurz vor dem Finale. Und hier, jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch hier diesen Höhepunkt ausmachen wird. Der Junge hat jetzt die Wahrheit erfahren.
Ja, und hat eigentlich so reagiert, wie ich mir das schon gedacht habe. Und ja, ich finde, sie ist ein bisschen naiv. Okay, sie ist 16 Jahre alt. Ja, also irgendwie, ich kann das Buch nicht so richtig bewerten. Also eigentlich gefällt es mir schon gut und ich will auch wissen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie so voraussehbar und so, ja, nicht kindisch, aber halt so, ja, so typisch Jugendbuch. Also es ist zwar eine Spezies, von der ich noch nichts gelesen habe, aber es ist halt trotzdem dieses Schema F und das, ja, ist auch nicht so genau. Aber ich finde es trotzdem gut. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen so verworren und alles, aber irgendwie, Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ach, bitte, ich will keinen Cliffhanger, dann kriege ich die Krise. Ja, was könnte ich euch denn noch für einen Tipp geben, falls ihr es noch nicht wisst? Urban Fantasy, Trilogie, alle drei schon draußen. Weibliche Protagonistin, die 16 Jahre alt ist. Sie hat rote Haare oder rotblond, wird zumindest beschrieben. Und ihr Spitzname, das hat mich sehr verwirrt. Also nicht verwirrt, aber irgendwie irritiert. Ihr Spitzname und der Name des männlichen Protagonisten sind mir in einem anderen Buchuniversum schon so begegnet. Und das fand ich irgendwie sehr lustig. Und ich werde euch am Ende erklären, was ich damit gemeint habe. Aber wenn ich jetzt sage, in welchem Buchuniversum, dann ist das ein sehr, sehr großer Tipp, wie ich persönlich finde. Und ja. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich gerade gar nicht zu sagen. Und ich werde jetzt 50 Seiten weiterlesen. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe, bevor ich weg muss. Und ja. Vielleicht schaffe ich sogar noch das ganze Buch zu Ende zu lesen und meine abschließende Meinung zu nennen. Und ich bin gespannt, so gespannt, ob ihr es erraten habt oder nicht. Und ich fand mich diesmal ganz gut. Also so, dass ich nicht zu viel verraten habe. Also beim letzten Mal bei Ashes, da war es ja irgendwie so nach dem ersten Update schon, du liest Ashes. Und ich so, okay. Ja. Also, dann bis zum nächsten Update. So, das ist jetzt mein letztes Update. Wie ihr hier da seht, bin ich kurz vorm Schluss. Auf Seite 350 sind noch ca. 20 Seiten, die ich zu lesen habe. Ja, ich glaube, es steht jetzt kurz vor diesem finalen Showdown. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Buch am Ende bewerten werde. Ob es jetzt 3 oder 4 Sterne bekommt, weiß ich nicht, weil eigentlich habe ich so das Gefühl, dass das jetzt dann erst richtig losgeht. Also ich kann mir vorstellen, dass Band 2 und 3 irgendwie, dass dann noch mehr abgeht und dass man halt am ersten Band einfach nur so eingeführt wird. Und ja, ich muss darüber noch ein bisschen nachdenken. Ich habe noch 20 Seiten Zeit, um es mir zu überlegen und euch dann meine abschließende Bewertung zu geben und euch zu zeigen, um welches Buch es sich letztendlich jetzt gehandelt hat. Und ja, erfahrt ihr sowieso gleich. So, also ich bin jetzt fertig hier. Keine Post-its mehr. Und es hat, ja, also nicht so ein mega riesen Cliffhanger, aber es war schon so gemein, wie es aufgehört hat. Schon sehr gemein. Es frustriert mich jetzt ein wenig. Naja. Also, ich werde das jetzt mal auspacken, das Buch, und euch zeigen, um was es sich gehandelt hat. Irgendwie hat sich das komisch angehandelt hat. Naja. So. Es ist ein schwarzes Buch. So viel könnt ihr schon mal sehen. Und ich werde jetzt den Schutzumschlag anlegen. Ich bin so gespannt, ob es irgendjemand erraten hat. Also, es ist nicht so unbekannt, das Buch, aber ich habe jetzt auch noch nicht so, also es ist jetzt nicht so mega gehypt oder so. Aber ich bin gespannt. So, Moment. Jetzt komm schon. Und zwar, Trommelwirbel bitte, handelt es sich bei dem gelesenen Buch im Lina Liest Nummer 3 um
Firelight, brennender Kuss von Sophie Jordan. Um dieses Buch ging es die ganze Zeit und ich bin sehr gespannt, wie viele Leute das von euch wussten. Ja, also jetzt alles in allem, es hat mir schon gut gefallen, es hat mich gut unterhalten, ich fand es sehr interessant. Also es geht ja hier um die Spezies Drache im Prinzip, im weitesten Sinne. Mehr werde ich auf jeden Fall in der Buchvorstellung dazu sagen, es wird eine Buchvorstellung geben. Und ja, mit der Bewertung bin ich mir immer noch nicht so sicher. Das werde ich mir jetzt auch gleich überlegen. Ich werde die Buchvorstellung gleich im Anschluss drehen, so in 5 Minuten oder sowas. Ja, und an sich, also, ja, also ich könnte es euch schon empfehlen, wenn euch sowas interessiert, aber ich fand halt irgendwie, ja, vom Handlungsstrang her war das jetzt nicht so der Oberkill. Also es ist nicht so extrem viel passiert, aber wie ich auch schon vorher im Update gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch einfach so, ja, eine Einführung war in die Materie, um die Personen besser kennenzulernen und dass dann Band 2 und 3 richtig abgehen. Also wo hatte ich das zum Beispiel bei der Edelstein-Trilogie? Da fand ich Rubinrot gut, aber ich fand, das war überhaupt gar kein Vergleich zu Band 2 und 3. Die waren wesentlich besser, meiner Meinung nach. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dieser Trilogie auch so ist. Ja, mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil sonst braucht ihr die Buchvorstellung nicht mehr anzugucken. Auf jeden Fall ist es ein gutes, solides Buch, das kann ich euch sagen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe es jetzt innerhalb von 2 Tagen gelesen. Und ja, es liest sich super und ja, ist mal was anderes. Drachen hatte ich noch nicht. Ja, jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie viele von euch es gewusst oder geahnt haben. Wie viele von euch das Buch schon gelesen haben, ob ihr es auf der Wunschliste habt, ob ihr es schon für euch abgehakt habt. Einfach alles, was euch zu diesem Buch einfällt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.